So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 Archelos. Ja Leute, gute Nachrichten. Meine Rückenschmerzen sind besser geworden. Und dadurch ist meine Motivation zu zocken auch wieder höher. Kann ja wieder sitzen, wa? Gut. In der letzten Folge sind wir in der Bucht der Banditen angekommen. Und hier schauen wir uns jetzt ein bisschen um. Da hinten sehe ich schon wieder ein geiles Mädel. Das freut mein Herz. Ahoi, Seemann. Du willst dich erholen. Dann bist du dir genau richtig. Hier gibt es den besten Schnaps und die besten Mädels. Natürlich nur, wenn du etwas Gold im Beutel hast. Komm rein. Oscar, zu dir wollte ich jetzt eigentlich ja nicht. Na gut, dann erstmal. Handeln wir erstmal den hier ab. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Oscar. Ich kam zusammen mit Cordes auf diese wunderschöne, verfluchte Insel. Okay, wir sind nicht angekommen. Wir sind gekentert. Ich betreibe jetzt die Kneipe, wenn du also was trinken willst, sprich mit mir oder Vicente. Unsere Lorietta ist dafür bekannt, dass ihr nie die Aktivitäten ausgehen. Außerdem versuche ich immer interessante Dinge anzubieten. Wo kommst du her? Von den südlichen Inseln, siehst du das nicht? Cordes hat uns alle zusammengebracht, das waren noch Zeiten. Nur Thiago nicht. Thiago? Wir nahmen ihn schon im Kindesalter auf. Er half uns, dem Paladinen zu entkommen. Wenn er nicht gewesen wäre... Ich bin sicher, du hast ihn auf dem Weg zur Bucht getroffen. Ich suche nach einem Typen, ziemlich groß. Man nennt ihn wohl Big Ben. Was willst du von Ben? Du weißt, dass seine Blicke töten können? Was meinst du? Du würdest dir in die Hose machen und das war's. Nichts für ungut. Der Typ hat 4 Turniere hintereinander gewonnen. Angenommen, ich möchte ihn kennenlernen. Kannst du mir dabei helfen? Hast du schon mit Cordes geredet? Ja. Dann weißt du wahrscheinlich, dass er hier eine Menge zu sagen hat. Cordes kann jede Tür in unserer Bucht für dich öffnen, wenn du es dir verdient hast. An deiner Stelle würde ich auch versuchen, einige der Bewohner zu einem Duell herauszufordern. Damit kommst du vielleicht nicht direkt zu Ben, aber es wird dir das Überleben erleichtern. Du musst zeigen, dass du kämpfen kannst, damit die Leute dich respektieren. Wenn du dadurch bekannt genug wirst, wird Proximo vielleicht sogar deine Teilnahmegebühr senken, sobald das Turnier beginnt. Aber das ist noch weit weg. Im Moment sieht es so aus, als ob die Hilfe von Cordes der einzige Weg ist. Das ist ja genau mein Ding, Leuten auf die Fresse hauen. Was machst du? Früher haben wir alle Häfen des Königreichs besucht. Mädchen, eine Flasche Wein in der Hand. Ach, ich träume. Ich kann dir nicht viel über unsere Einer Mekwe entsorgen. Vielleicht kann Cordes dir Arbeit verschaffen? Was ist das für ein Ort? Das ist die berühmte Lorietta, das Schiff des alten Seebären Cordes. Ja, genau der, der in dieser höher gelegten Hütte sitzt. Früher waren wir ein Albtraum für die Händler, aber schließlich hat uns das Meer bestraft. Aber wenn einer stirbt, wird ein neuer geboren und deshalb kann man im Schiff ein leckeres Bier genießen. Ist das nicht toll? Nur meine Kneipe bewahrt die Bewohner der Bucht davor, an Langeweile zu sterben. Hast du das Schiff selbst zur Kneipe umgebaut? Nun, nicht allein. Teilweise haben wir Mannschaftsmitglieder geholfen, aber hauptsächlich mein Kumpel Vicente. Eine Menge Arbeit, aber ich denke, das Ergebnis ist zufriedenstellend. Ich meinte die Bucht. Oh, die Schottenbucht. Nun ja, du hast sicher bemerkt, dass es nicht so einfach ist, hierher zu kommen. Hier gilt die Regel, dass sich jeder nur um seinen eigenen Arsch kümmert. Keine Wachenrichter oder Könige. Du tust, was du willst und du nimmst alles selbst in die Hand. Hier findest du Abenteurer, einigermaßen ehrliche Händler oder Leute, die einfach keine Steuern zahlen wollen. Oh, und es gibt sogar 2 Deserteure von der Stadtwache. Ein sehr interessanter Ort. Ja, wir fühlen uns hier ganz wie zu Hause. Wie läuft das Geschäft? Sehr gut. Jeder mag ab und an ein gutes Bier und wo findet man in dieser Gegend noch eine Kneipe? Tja, nirgends also, kommen Sie alle zu mir. Was hast du denn so im Angebot? Lass mich mal sehen. Okay, das Gericht ist bekannt. Klappmuschel. Ja, die sind mir ein bisschen teuer. Die ganze scheiß Klappmuschelkacke. Ich brauche noch die Perlen für den scheiß Wassermagier. Ob er die jemals bekommt, weiß ich noch nicht. Cordes hat mich geschickt, um mich um Sten zu kümmern. Endlich, der Typ fängt schon an zu stinken. Ich hatte schon angeordnet, ihn nicht anzurühren, bis Cordes jemanden schickt. Ich bin überrascht, dass er dich geschickt hat. Aber vielleicht kann sich ein Außenstehender ein besseres Bild von der Situation machen. Wegen der Sache mit Sten.
Kümmere dich um seine Leiche, die fängt schon an zu stinken. Was ist hier passiert? Stan und Fox aßen und tranken, wobei der Fokus auf letzterem lag. Irgendwann fasste sich Stan an die Kehle, lief blau an und fiel zu Boden. Es war also Gift? Eine andere Möglichkeit haben wir fast nicht. Allerdings hat die ganze Kneipe an diesem Tag dasselbe Gericht gegessen. Ein bisschen komisch ist es schon, dass es nur ihn geschadet hat. Wer hätte Stan tot sehen wollen? Soweit ich das beurteilen kann, ist Rodrigo der Hauptverdächtige. Er ist der Einzige mit Motiv. Aber wie ich schon sagte, es könnte jeder gewesen sein. Warum denkst du, dass es Rodrigo ist? Glaube ich gar nicht, ist nur ein Gerücht. Er und Stan hatten kürzlich einen Streit. Es ging um eine Wette. Rodrigo schlug ihm ins Gesicht und sagte ihm, dass er ihn für seinen Betrug umbringen würde. Ein Streit wie viele andere, aber angesichts der jüngsten Ereignisse wirft es ein schlechtes Licht auf Rodrigo. Ja, der war aber safe nicht. Der wäre zu einfach. Wir sollen ja den Mörder jetzt hier schön mit Detektivarbeit rausfinden. Ist das der einzige Grund? Weißt du, Stan wurde vergiftet und Rodrigo ist aus dem Süden. Ein Südländer ist immer ein Südländer. Gibt es sonst noch jemanden, mit dem Stan ein Problem hatte? Tatsächlich hat sich Rosita in letzter Zeit viel über Stan beschwert, aber sie ist ein gutes Mädchen. Sowas werde ich ihr nicht zutrauen. Ich schon eher. Frauen greifen meist auf Gift zurück. So, das ist der Novize. Los denn. Wer hat denn da hingewichst? Körper untersuchen. Er trägt keine sichtbaren äußeren Verletzungen am Körper. Das bedeutet nicht unbedingt, dass er vergiftet wurde. Er kann genauso gut erstickt sein, schließlich hat er wie verrückt gegessen und getrunken. Speiseröhre untersuchen. Stinkt sogar noch mehr als der Rest, aber ich sehe nichts, woran er erstickt sein könnte. Der Rachen ist sichtbar gereizt. Marvin, der ganze Boden ist mit einer grünen Substanz bedeckt. Es sieht verdächtig nach Gift aus. Weil wenn es Magensäure so wäre, wäre der gelblich, aber nicht grün nicht. Hier ist nichts Interessantes. Ein paar Goldstücke, ein Dolch und ein ganzer Laib Brot. Oh, den essen wir ja. Oh, schön in die Wichserin gegriffen. Stan liegt in einer kleinen Pfütze seines letzten Mals. In der Schüssel sind noch ein paar Reste davon. Die nehmen wir auch mit. Das Gericht riecht tatsächlich ziemlich seltsam. Der Geruch ist stechend und schwefelig. Ich glaube, das ist die einzige Spur, die ich im Moment habe. Kann ich die noch wegräumen? Nee. Okay, dann mal weiter. Wen haben wir hier noch alles? Hier, Fox. Der war doch sein Kumpel, oder? Mit dem er gesessen hat. Ich möchte über Stan sprechen. Armer Kerl. Wenigstens starb er bei dem, was er liebte. Essen und trinken. Erzähl mir, was zwischen ihm und Rodrigo passiert ist. Stan und Rodrigo spielten schon seit einiger Zeit um unterschiedliche Beträge. Hier in der Kneipe trinkt sich jeden Tag jemand zu Tode oder verliert seine gesamten Ersparnisse. In der Tat gibt es manchmal Streit deswegen, vor allem wenn jemand betrügt. Aber dieser Brutano schlug Stan bewusstlos und bedrohte ihn mit dem Tod. Und das alles für eine billige Wette und ein paar Goldmünzen. Und so ein lässt Gottes hier für Ordnung sorgen? Pfff. Hast du einen Beweis dafür, dass Rodrigo zu Stans Tod beigetragen hat? Seit wann ist eine öffentliche Morddrohung kein ausreichender Beweis? Ich sage dir, es muss Rodrigo gewesen sein. Wenn du Beweise willst, dann geh zu ihm und sprich mit ihm. Obwohl, ich würde es begrüßen, wenn du mich in eurem Gespräch nicht erwähnst. Weißt du, ich möchte nicht so enden wie Stan. Hat Stan bei seinen Wetten betrogen? In meinem ganzen Leben habe ich nicht gesehen, dass er irgendwelche Tricks versucht. Bei Adanos, Stan war ein ehrlicher Mann. Rodrigo war also völlig grundlos sauer auf Stan.
Ich weiß es nicht und ich habe dir schon gesagt, dass ich nicht von diesem Psycho erwischt werden will, also lass mich in Ruhe. Fox, wart. Safe. Der betet zu Adanos. Wie läuft's? Egal wie viel Schnatz man kauft, es ist immer einer zu wenig. So, jetzt kommen wir zum angenehmen Teil. Lauten Spieler wollen wir nicht. Rosita, Löchchen. Mhm. Vincent, der andere Barmann. Wie geht's? Ich bin beschäftigt. Lass mich in Ruhe. Oh, Frischfleisch. Was bringt dich hierher? Ich bin Vicente. Kann ich dir helfen? Vicente. Wer bist du? Ich bin einer von Cortes Männern. Hat er gerade eben gesagt. In unseren jungen Jahren segelten wir von den südlichen Inseln aus auf der Suche nach Gold und Abenteuern. Du siehst, wohin uns das Meer gebracht hat. Aber wir können uns nicht beschweren. Wir verhungern hier nicht. Wir kommen irgendwie zurecht. Du fragst, wer ich bin. Ich bin einer der besten Kämpfer in diesem verfluchten Sumpf. Was machst du hier? Ich helfe aus keiner Kneipe. Ich springe für ihn ein, wenn er für ein paar Stunden ins Bett geht. Ich verkaufe Alkohol an die Gäste, aber hauptsächlich sorge ich hier für Ordnung. Wir wollen hier keine Kämpfe. Wir haben nicht so viel Arbeit in den Wiederaufbau des Schiffes gesteckt, damit irgendein betrunkener Idiot es abfackeln kann. Ansonsten versuche ich, so oft wie möglich meine Übungen zu machen. Mit wem denn? Mit dem Mädchen hier, oder was? Oh, aber ganz neidisch. Kannst du mir etwas beibringen? Ich kann dir beibringen, wie man mit einhändigen und zweihändigen Waffen kämpft und alles, was dazu gehört. Aber für umsonst wird das nichts. Können wir uns irgendwie einigen? Tut mir leid, Kumpel, aber wenn du in dieser Gegend Almosen verteilst, wirst du nicht mal die erste Woche überleben. Du wirst es dir auf jeden Fall leisten können, also wenn du nicht gerade am Hungertuch nagst. Wie geht's? Alles ist gut. Benimm dich und du wirst selbst auch keine Probleme haben. Hast du Arbeit für mich? Nein. Frag Cordes, denn Oscar hat, glaube ich, auch nichts für dich. Naja, gut. Hat mir jetzt nicht viel gebracht. Wer steht denn da hinten? Darf ich hier rein? Aha. Ziemlich verdächtig hier alles. Wir speichern mal ab. Wir speichern mal ab. So, schön auf der 1. Womit denn? Ich muss unbedingt mal irgendwie Alchemie und Kochen lernen. Die ganzen Rezepte. Ich habe so viel Futter, Alter. Holy shit. Wurde mir auch schon in die Kommentare geschrieben. Ich möge mir das bitte mal angucken. Juwelenschatulle, ja damit. Ein Trank, auch lecker. Schön Koffein. So, wer bist du? Halt, Ben empfängt aktuell keinen Besuch. Er möchte nicht gestört werden. Okay, da ist der Big Ben da oben. Zu dem kann ich wahrscheinlich erst, wenn ich mich ein bisschen bewiesen habe, in ein paar Kämpfen ein paar Leuten aufs Maul jauen hab. Richtig geil, so Tara. Was geht ab? Offenbar hat sich Rosita über Sten beschwert. Erzählst du mir davon? Ich werde hier nicht über sowas sprechen. Wenn du interessiert bist, kannst du gerne mit zu mir aufs Zimmer kommen. Natürlich nicht umsonst. 20 Gold, das ist ja richtig billig, Mensch. Also gut. Na komm. Warte, auf dem muss ich nicht die Folge ab 18 schalten. Na, wer bist du denn? Ivy. Ja, ein bisschen aufräumen könnte der hier schon. Was mit der Tür? Bin schüchtern. Was Sten und Rosita angeht, so hat sie sich tatsächlich über ihn beschwert. Er war ein Trunkenbold und lief zerlumpt herum. Er scheute Wasser und Seife und gehörte nicht gerade zu den sanftmütigsten Menschen. Ein schwieriger Kunde, mit anderen Worten. Denkst du, Rosita könnte ihn vergiftet haben? Auf keinen Fall. Sie ist ein gutes Mädchen. Vielleicht gibt sie sich mit ihm ab, aber Leute vergiften... Ah, die schützen sich alle gegenseitig. Und warum? Wegen mangelnder Hygiene? Ich bin schon eine Weile in diesem Geschäft und habe schon Schlimmeres über mich ergehen lassen müssen.
Ich verlasse mich auf dein Wort. Was Rosita angeht, kannst du beruhigt sein. Es gibt hier jede Menge anderer Typen, die mordverdächtig sein könnten. Aha, aber das wart jetzt oder was? Dafür habe ich bezahlt? Lass mich verarschen, bleib mal stehen. Was hat dich hierher gebracht? Das Leben, mein Lieber. Ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen und da ich bestimmte Talente habe. Ich habe nicht immer meinen Körper verkauft. Aber wir mussten uns etwas einfallen lassen, als die Zeiten härter wurden. Hast du eine Vorstellung, wie viel teurer das Essen in der Stadt geworden ist? Nee, weiß ich nicht. Ich klaue ja alles. Die schützen sich safe. Die Rosita ist verdächtig. Jetzt denkst du auch mit. Mhm. Alle sehr verdächtig hier. Hey! Schämst du dich nicht für deine Arbeit? Hast du keine besseren Fragen, Süßer? Ich mag meine Arbeit, weil ich einfach gerne Spaß habe. Vielleicht sollte ich das Haus eines schäbigen reichen Kerls fegen, der mir hinter dem Rücken seiner Frau in den Arsch kneift. Hm? Nein, das ist nichts für mich. Ich fühle mich hier wohl. Okay, das ist meine Ansage. Was kannst du besser als Tara? Haha, warum? Kannst du dich nicht entscheiden? Wie geht's? Ich beschwere mich nicht über Kunden und vor kurzem hatte ich sogar eine Frau. Mensch, Tara. Willst du was von mir, Baby? Die rückt mir so auf die Pelle. Kannst du mir etwas beibringen? Oh, ich könnte dir eine Menge Dinge beibringen und zwar auf eine sehr angenehme Art und Weise. Nein, nein, ich habe mich eher auf Fähigkeiten bezogen, die nichts mit dem Schlafzimmer zu tun haben. Das ist nicht das, was ich normalerweise mache. Also musst du für diese Art von Informationen etwas mehr Gold ausgeben. Naja, für was zahle ich denn jetzt hier 100 Gold? Erstmal speichern. Und zwar reich, aber nicht so reich. Ist das genug? Ja, natürlich. So kann ich dir zeigen, wie man Schlösser effektiver knackt und Leuten Dinge aus der Tasche zieht, ohne dass sie es merken. Natürlich nicht umsonst. Fick dich. Laden wir. Ivy, Mensch. Team Bart, sie passt so aus. Ich bin ein bisschen beschäftigt. Ich kümmere dich um deinen eigenen Kram. Die hat wahrscheinlich später irgendwas zu sagen zu mir, wa? Vielleicht eine Quest oder so? Na ja, gut, dann wartet hier schon. Larry hatten wir ja schon, ja, wir haben Corona. Fuß mir mal nicht in den Nacken, Kollege. Den mag ich nicht so. Hier noch ein paar rum. Leonardo. Oximo. Na, wir reden erstmal mit Leonard. Bruder! Was machst du hier? Bist du Fischer? Ganz genau. Es ist ein ziemlich lukratives Geschäft, weil wir nicht viele Nahrungsquellen haben, die von Lieferanten von außen unabhängig sind. Ein kleiner Ratschlag. Wenn du neu hier bist, sei vorsichtig mit dieser Art von Geschwätz. Die meisten warten nur auf einen Vorwand für einen Streit. Aber ich bin zu alt für so etwas, also mach dir keine Sorgen. Dann sollen sie mal kommen. Ich bin Meister mit den Zweihänder. Ich sag, fick die Leute hier. Wie bist du hierher gekommen? Ah, ich kannte diesen Ort schon, bevor die anderen beschlossen, sich hier niederzulassen. Im Laufe der Jahre habe ich die Insel erkundet und nach guten Angelplätzen gesucht, bis ich schließlich diese Bucht gefunden habe. Die Fischerei war gut, die Netze waren voll. Also kam ich von Zeit zu Zeit zurück. Einmal vor ein paar Jahren gab es einen großen Sturm, so dass ich hier warten musste. Ein Schmugglerschiff ist hier während des Sturms gekentert. Sie haben es in eine Kneipe umgebaut und die ganze Gegend ziemlich gut hergerichtet.
Ich weiß noch, wie wütend sie waren, als ihre Füße im Sumpf versanken. Verdienst du dir mit Fischen deinen Lebensunterhalt? Ja, ich bekomme nicht viel Gold dafür, aber es reicht. Ich bin nicht am Verhungern und habe etwas zu trinken. Verkaufst du etwas? Ja, klar. Sag mir Bescheid, wenn du etwas brauchst. Ich habe immer etwas Fisch und manchmal auch eine Schüssel Fischsuppe. Wie geht's? Ich werde mich ein bisschen ausruhen. Es hat heute keinen Sinn, zur See zu fahren. Ja, das Meer ist ja auch nur ruhig und das Wetter ist wunderschön. Macht keinen Sinn. Ich habe Lust auf Fisch. Such dir den schönsten aus. Schöne Hering. Hier, die Rezepte könnte ich alle mal mitnehmen, oder? Kostet nur 5. Ja, nix. So, Fisch in Bierteig. Verstehe. Zutaten Fisch, Flaschenbier, Mehl, Salz, Merkmale, saftiger Fisch. In einem großen Teig. Ein einfaches und köstliches Gericht. Energie 35, ja, ist nicht schlecht. Fischfrikadellen mit Feuerkraut. Verstehe. Ja, Fisch, Feuerkraut, Pfeffer, Mehl, Merkmale, pikante Fischfrikadelle mit Kräutern. 40 Lebensenergie, ja. Schnelle Austern. Verstehe. Die schnellste Art, Austern zuzubereiten. Die Spezialität der Fischer. Sie bereiten sie direkt nach dem Fang zu. Ja gut, aber so viel Leben geben die Gerichte jetzt hier nicht. Waren ja auch recht billige Rezepte, muss man sagen. Verstehe. Geräucherte Kräuterfisch. Den würde ich zum Mittag nehmen. Rauchiger Fisch mit Kräuteraroma, ideal für längere Lagerung. Du siehst nicht so aus wie der Rest der Leute hier. Weil ich im Gegensatz zu ihnen kein Schläger, sondern ein Unternehmer bin. Ich sorge dafür, dass das Gold in der ganzen Bucht auf gesunde Weise von Hand zu Hand geht. Das hält diese Mörderbande davon ab, sich gegenseitig umzubringen. Man könnte also sagen, dass ich der Schatzmeister von Cortes selbst bin und damit von diesem ganzen Sumpflager. Wie kontrollierst du den Goldfluss? Ich leihe unseren Jungs Gold gegen Zinsen und bestimme die lokalen Preise für die notwendigsten Waren. Vor allem aber organisiere ich die Turniere. Was sind das für Turniere? Das ist ein Ereignis, das du nicht einmal in Myrtana selbst sehen wirst. Die besten Krieger aus der ganzen Region kämpfen alle paar Monate um einen ansehnlichen Haufen Gold. Blut und Wein fließen in Strömen und die Feierlichkeiten nach dem Turnier dauern manchmal mehrere Tage. Der Termin für das nächste Turnier wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. Nein, genau das werden wir niemals in Myrtana finden. Zwar gibt es das in jeder Stadt, aber egal. Wie geht's? Junger Mann, belästige mich nicht. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann, im Gegensatz zu dir. Ich belästige aber gerne, das ist mein Hobby. Wen haben wir jetzt hier noch? Jemand versteckt? Eine Truhe. Ein Lederbeutel? Ne, eine alte Münze. Na gut. Sieht mich hier wer? Oh, perfekt. Oh. Aber 3 wieder gut gemacht. Dicker Fisch. Eine Fischsuppe mit Kronstöcke. Oho. Leck mal den dicken Fisch. Haben wir schon 2. 30 Gold. Goldbrocken. Ja, sehr gut. Tust mich doch nicht an, Mann. Hab ein schlechtes Immunsystem. Du bist neu hier, nicht wahr? Du musst ziemlich schlau sein, dass du noch am Leben bist. Du hast noch nicht mit Bertha gesprochen, oder? Ich hatte keine Gelegenheit, ihn kennenzulernen.
Wunderbar, ganz wunderbar. Dieser alte Bastard trägt mich ganz schön auf. Ich möchte, dass du mir hilfst, mich an ihn zu rächen. Soll ich ihn töten? Was? Nein, natürlich nicht. Mich anschreit. Man könnte sagen, dass Bertha und ich uns immer wieder Streiche spielen, bei denen wir versuchen, uns gegenseitig etwas Lustiges, Erfinderisches und bevorzugt Schmerzhaftes anzutun. Bertha ist im Moment nicht in der Bucht, aber er wird wahrscheinlich bald zurück sein. Also müssen wir uns etwas einfallen lassen, um ihm das Leben schwer zu machen. Der Kerl liebt es, nach der Jagd Erbssuppe zu essen, und dann lässt er mich nicht am Leben. Ich wollte schon lange seinen Topf würzen, aber ich habe keine Ahnung, was geeignet sein könnte. Ich werde mir etwas einfallen lassen. Beeil dich, Bertha könnte jeden Moment wieder hier sein. Ich habe eine Idee für die Suppe. Ja? Erzähl. Probier diesen roten Pfeffer. Klingt gut. Ich kann es kaum erwarten, sein verzerrtes Gesicht danach zu sehen. Na gut, komm mit, du würzt die Suppe und ich stehe schmiere. Warum muss ich sie würzen? Weißt du, wie Bertha aussieht? Also, wie soll man jemanden erkennen, den man noch nie gesehen hat? Geh in die Hütte und kümmere dich um den Topf. Mach schnell! Das endet böse. Fertig? Ja, das wird ein Festmahl für Bertha. In Ordnung, ich kümmere mich um den Rest. Nimm diese paar Flaschen rum als Belohnung. Vielen Dank für deine Hilfe. Ja. Ja, wird ordentlich geprankt. Geprankt. So. Wir sind Stufe gestiegen. Gehen wir direkt Zweihand lernen. Also mein Plan ist jetzt, von den Lernpunkten her, wir lernen es noch einmal Zweihand, damit wir regulär Meister sind und nicht nur durch die Waffe. Weil gerade eben da haben wir nur 55, wie ihr seht. Dann brauchen wir noch 10 Stärke, an sich 12 für die bessere Waffe. Dann haben wir 100 Schaden mit der Waffe, der neuen. Und dann würde ich Alchemie. Und Alchemie lernen und ein bisschen auf Kochen mich spezialisieren und so weiter. Vielleicht schauen wir uns auch mal Schmieden an. Oder Rohstoffgewinnung, keine Ahnung, was da ist. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das was bringt. So, der da konnte mir beibringen, Zweihand. Hey! Lass uns mit dem Training beginnen. Das wird interessant. Stolper nur nicht über deine eigenen Füße und halte das Gold bereit. Super. Nicht schlecht. Du bist nicht ganz so dumm, wie du aussiehst. Jo. Perfekt. So, wieder zurück. Da sollten noch ein, zwei Leute sein, den wir quatschen können. Da sind wir eigentlich fast durch, oder? Nur noch bei die Arena, da sind welche. Da ist der Ripper. Den müssen wir wahrscheinlich aufs Maul hauen. Hier ist ein Knast anscheinend. Na, Löchchen, wer ist denn da? Hier ist einfach ein Ork. Eine Ratte. Wer bist du? Wenn die sauer, wenn ich die Gitter runterlasse? Mal ausprobieren. Ah, geht gar nicht, schade. Hey, was suchst du hier, Drecksack? Okay, okay, ich werde nett sein, damit du dir nicht in die Hose scheißt. Wer bist du? Ich bin Marvin, ich war gerade auf der Durchreise. Und die Rüstung hat dich sicher stutzig gemacht, oder? Ja, ich war früher bei der Stadtwache, genau wie mein Kumpel Gregor. Das gehört der Vergangenheit an. Also rate ich dir nicht zu neugierig zu gucken, sonst verlierst du vielleicht dein Auge.
Mhm, und du verlierst deinen Schwanz, wenn du so weit den Maul aufreißt. Wenn du so weitermachst, verlierst du ein Auge, Klugscheißer. Ah, wir haben hier einen Helden. Hey du, verschwinde von hier. Warum hat der Idiot dich überhaupt durchgelassen? Okay, Kumpel, hier gibt es nichts zu sehen, okay? Steck die Waffe weg. Ja, ja, entspann dich. Alter, wenn man von einer Hand auf zwei Hand switcht, ist ja mal richtig. Ah. Wir machen einfach seitlich. Bam. So, den haben wir. Der andere hat sich auch so angehört, als ob er was aufs Maul will. Du hast mich überrascht, Junge. Du hast einen guten Schlag. Hier, du hast dir ein Stück Braten verdient. Was macht ihr hier? Wir sind Geschäftsleute auf der Jagd nach großen Fischen. Wenn du noch ein wenig neugieriger bist, werden wir dich auch jagen. Also noch mehr Fragen? Darf ich eine Wurst über dem Feuer braten? Schlauer Junge, mach weiter so. Wie geht's? Ziemlich gut, ich will mich nicht beschweren. Verschwinde von hier! Er hat doch die Fresse bekommen und trotzdem große Fresse. Das sind meine Liebsten. So, Gregor. Bist du der nächste Kollege? Pack mal den Joint weg, Mann, ich will mit dir sprechen. Wer ist in diesem Käfig? Das geht dich nichts an und wenn du nicht mit einem Messer zwischen den Rippen enden willst, dann verschwinde von hier. Wie geht's? Stör mich nicht, Armleuchter. Dreckiger Wichser. Naja, die Truhe gehen wir lieber nicht. Hallihallo, ich würde dich gerne retten. Wer ist denn da? Eingesperrtes Mädchen. Ah, vielleicht ist meine Romanze im Spiel. So, da haben wir den nächsten Armleuchter. Hey, Kumpel, wo bist du hin? Warte mal, wärst du so freundlich, einem armen Mann ein paar Münzen zu geben? Wozu brauchst du Gold? Du kennst das. Dein Mund fühlt sich wie die Wüste in Warand an. Und du brauchst etwas, um dir die Kehle zu spülen. Also. Tut mir leid, aber du wirst nicht auf meine Kosten trinken. So eine Art Freund bist du also. Ich denke, ich muss dir mal ein wenig Respekt vor Älteren beibringen. Ah. Hm? Scheiße. Sehe man natürlich wieder nichts. Scheiß Büsche. Ist ja gut jetzt. Jetzt hau doch mal zu, Kollege. Langsam wird's lächerlich. Dreckiger Dieb. Na, warte. Willst du mich verarschen? Ah, oh, dann laden wir. Weil ich nicht weiß, ob ich die später brauche für eine Quest. Also ich muss sagen, Zweihand ist hier ja richtig klobig. Jetzt mal ohne Witz. Hey, Kumpel, wo bist du? Der Zurückweichen. Der ist hier tausendmal langsamer als bei Gothic 2. Tut mir leid. So also eine Art Freund bist du also.
ein guter Treffer. Ah, Mann, diese scheiß Büsche. Wolltest du ein bisschen spannend machen jetzt? Pass auf. Nochmal und ich verpasse dir einen. Ja. Vergiss es. Es war nur ein kleines Missverständnis. Glaube ich auch. Warte mal. Ich habe gehört, du hast Larrys Goldbeute. Mag sein, wer weiß. Was geht dich das an? Larry hätte ihn gern zurück. Ja, schon gut. Verprügel mich nicht nochmal. Das ist alles, was ich habe. Wie sieht es aus? Hast du meine 20 Goldstücke? Was? Das Blatt hat sich gewendet. Gib mir das Gold. Ja, schon gut. Verprügel mich nicht nochmal. Das ist alles, was ich habe. Hey, du. Wie geht's? Es ist alles gut, solange ich etwas zu trinken habe. Ja. So schnell kann's gehen. Wer hoch steigt, fällt tief. So, Larry, hier dein Goldbeutel. Was ist da drin? Schlimme Zeiten sind das. Ja, Larry. Hat kein Gold, aber schon wieder am Flirten. Der verarscht mich doch auch schon wieder, der Junge. Hey. Ich habe dein Gold zurück. Großartig. Aber ich denke, ich möchte die Details lieber nicht hören. Wie auch immer, ich freue mich, das Gold mit dir zu teilen. Okay, nimm ihn. Danke. Hier, nimm etwas Gold als Belohnung. Du bist ein guter Kerl. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir ein Nickerchen. Raus aus meinem Bett. Deswegen hat sie so gestunken. So, Larry, ich will ein Duell. Wie wäre es mit einem kleinen Duell? Was soll das? Warum sollten wir kämpfen? Offenbar kann man sich in der Bucht mit den Fäusten Respekt verschaffen. Da ist was dran. Vielleicht ist das der Grund, warum ich noch keinen verdient habe. Ich bin nicht der Typ, der sich gern prügelt. Aber hier ist es ja fast schon Pflicht. Ripper hat mir das Leben lang genug schwer gemacht. Da wird mir ein wenig ein Bunk gut tun. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Was? Let's go. Ich bin bereit. Lass uns kämpfen. Na gut. Folge mir. Wo will er denn jetzt hin, Mensch? Fangen wir an. Möge der Bessere gewinnen. Nimm diesen Kampf nur nicht zu ernst. Ja, ja. Wir blocken einfach mal. So, rastet jetzt aus, wenn ich mir klaue. Nö. Larrys Beutel, da haben wir ihn wieder. Pass auf. Nochmal und ich verpasse dir eine. Verdammt, du bist wirklich gut. Nun, ich schätze, ich bin nicht zum Kämpfer geboren. Sehr schön. Was war da jetzt drin? Mal gucken.
80, okay. Kann ich mit denen hier kämpfen? Wahrscheinlich eher weniger, oder? Wo sind die hin? Macht der noch ein Nickerchen? Nee. Wir schlafen bis mittags. Da ist er wieder. Nee. Okay. Ah, ich hätte gedacht, Slasher kann ich besiegen. Das hätte ich dir vor. Simon? Hey! Dan? Nö, die wollen alle nicht. Aber safe Rodrigo. Der hat bestimmt richtig Bock. Hast du Lust auf ein kleines Duell? Was? Der Boss wäre nicht begeistert. Aber verdammt nochmal, scheiß drauf. Was schwebt dir vor? Ich möchte mir hier etwas Respekt verschaffen. Ziemlich clever. In der Tat ist das hier wahrscheinlich der einfachste Weg. Okay, du kannst dich gerne an mir versuchen. Aber ich werde dich nicht verschonen. Lass uns einen Preis festlegen. Wie wäre es mit einem goldenen Ring? Das macht das Ganze spannender. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Lass uns kämpfen. Hast du den Ring dabei? Klar. Großartig. Lass uns kämpfen. Ah, der will also nicht dahin laufen, ja? Rodrigos Truhenschlüssel. Gehen wir gleich mal in die Hütte. Was suchst du hier? Geh! Sorry. Okay, scheint auch nicht deine Truhe zu sein. Na bitte, geht doch. Hier vielleicht noch irgendwo eine? Hinterm Haus versteckt oder so? Nee. Wahrscheinlich sind in der Truhe dann die Beweise drin. Nicht schlecht. Ich bin ein bisschen schockiert. Verdammt. Hier, du hast meinen Ring gewonnen. Das ist doch nichts Neues. Wo kann die Truhe sein? Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. So, da hinten ist die Arena. Ich nehme mal ein bisschen Nesselsuppe. Schön Mittagessen. Ivan. Du siehst mir nach einem Kandidat aus, der aufs Maul will. Hey du. Oh, wen haben wir denn da? Wir haben nicht oft neue Besucher, deswegen macht jeder Einzelne umso glücklicher. Ich bin Ivan. Ich handle mit allem möglichen Kram, aber hauptsächlich mit Waffen. Mit richtig guten Waffen. Brauchst du etwas oder willst du reden? Wie bist du hier gelandet? Weißt du, als Händler lernt man alle möglichen Leute kennen. Manche machen bessere Geschäfte, manche schlechtere. Aber nach all den Jahren war ich vor allem auf der Suche nach Seelenfrieden. Die Bekanntschaften, die ich im Laufe der Jahre gemacht habe, haben es mir ermöglicht, mich hier niederzulassen und gleichzeitig mein Geschäft nicht aufzugeben. Aber frage nicht, woher ich meine Waren bekomme, denn das werde ich dir sowieso nicht sagen. Ich will keine Konkurrenz, aber ich bin gerne bereit, dir etwas zu verkaufen. Ja, du klaust sie doch eh irgendwo zusammen, oder nicht? Du bist doch ein Bandit. Ist es wirklich so selten, dass jemand hierher kommt? Mann, du bist doch selber durch den Sumpf gestapft. In der Stadt weiß niemand von euch? Nun, nicht wirklich. Ein paar Leute wissen es, aber das sind meistens Leute, die mit uns arbeiten oder Leute, die Angst vor uns haben. Kumpel, denk nach.
Wer schickt Menschen in den sicheren Tod in den Sümpfen, wenn die Insel von einem Orkangriff bedroht ist? Du hast sicher gehört, dass sie bereits mehrere umliegende Inseln eingenommen haben. Ja, Londran zum Beispiel. Was rauchst du da? Sumpfkraut? Willst du einen Zug? Naja, warum nicht? Warum nicht? Tief einatmen! Oh! Harter Stoff! Autsch, ist das stark! Was ist das? Sumpfkraut. Aber ich habe getrocknetes Heilkraut zu dieser Ladung hinzugefügt. Gut, nicht wahr? Ja, gut. Sehr interessant. Sehr gut. Ich fühle mich viel besser. Lass uns handeln. So, was hast du denn hier alles schöne? Zweihandwaffen brauchen wir. Durchdringer. Verbesserter Spieß. Ich gehe auf Geschick. Nee. Klinge der Gerechtigkeit. Wäre sogar besser als meine Waffe hier, aber nur mit 5 Schaden mehr. Das ist eigentlich scheiße, ja. Ja, da brauche ich zu viel Stärke. Noch. Daher sind Wurst. Pirat. Warte mal, hat der noch was gehabt? Nee. Okay, wir reden auch mit Rodrigo, würde ich sagen. Wen denn? Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist, und es interessiert mich auch nicht. Eines ist sicher. Dieser betrunkene, gaunerische Drecksack hat seine Strafe bekommen. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ich bin beschäftigt. Ich habe ein wenig über deine Glücksspiele mit Sten herausgefunden. Vielleicht bist du jetzt eher bereit zu reden. Die meisten Menschen in der Bucht scheinen dich für schuldig zu halten. Hör zu. Ich weiß, dass die Leute reden, weil sie immer reden. Aber ich habe ihn nicht umgebracht. Selbst wenn ich ihn töten wollte, würde ich es nicht wie der letzte Feigling tun. Ich muss dir die Informationen wohl gewaltsam entlocken. Okay, Junge, du stellst in letzter Zeit zu viele Fragen. Glaube mir, es ist besser für dich, wenn du Rodrigo jetzt in Ruhe lässt. Geh in die Kneipe, trink ein Bier, bestell dir eine Dame und entspann dich ein bisschen, denn mit dieser Einstellung wird dich hier schnell jemand ausnehmen. Vielleicht findest du auch ein paar brauchbare Hinweise, anstatt nur auf die Meute zu hören. Du willst mal auf die Fresse, kann das sein? Wen denn? Ich weiß nicht, was mit ihm eines und... Gott. Erklär's mir. Ich werde dich nicht unterbrechen. Ich soll zur Kneipe zurück. Vielleicht finde ich dort etwas, das ich beim ersten Mal übersehen habe. Interessant, gehen wir mal zurück. Vincents Plan. Vincent hat eine scheinbar brillante Idee für ein Gerät, das einen an sonnigen Tagen vor der Sonne und bei Regen vor dem Nasswerden schützt. Das Ganze soll aus einem langen Stock und einem leichten, aber wasserdichten Material bestehen. Oh, Sonnenschirm bzw. Regenschirm. Ich habe versucht, ihm diese idiotische Idee auszureden, aber er ist sehr dickköpfig. Jetzt will er ein Dutzend Blutfliegen und Sumpfblutfliegenflügel kaufen. Für ein jedes Paar Flügel wird ja den vollen Goldwert bezahlen. Du kannst ihn normalerweise in unserer Kneipe finden. Na gut. Vincent, ich hab dein Zeug. Hey, warte. Ich habe gehört, jemand hat gesehen, wie du unseren tapferen Rodrigo verprügelt hast. Vielleicht. Das überrascht mich. Du siehst auch aus wie ein Strich in der Landschaft. Aber weißt du, ich hätte auch Lust, mir mal wieder die Gelenke zu ölen. Was? Komm schon, lass dich nicht bitten. Ein kleines Duell. Hör zu, wenn du gewinnst, gebe ich dir einen großen Beutel voll Gold. Was sagst du dazu? Nun, warum nicht? Sehr gut. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist.
Erstmal die Flügel verkaufen. Ich habe, wonach du suchst. Hier, alles. Hier, für dich. Na ja, gut. Wir speichern erst ab. Ah, ich sollte mich vielleicht erstmal heilen, oder? Ein Schwacher sollte reichen. Ich kann das nicht glauben. So, Vincent, jetzt gibt's doch die Fresse. Zieh deine Waffe, wir werden kämpfen. Ach, endlich. Jetzt wird ein Mann aus dir. Folge mir. Oder aus dir. Ich weiß gar nicht, warum er sich so... Hey Junge, heute ist ein Glückstag. Cordes hat dir eine leidenschaftliche Begegnung mit der schönen Tara geschenkt. Sie wartet auf dich im Zimmer. Sicher, dass es um mich geht? Cordes war zu meiner Überraschung sehr gut gelaunt. Er muss ein gutes Geschäft gemacht haben. Er sagte mir, ich solle alle seine Leute aufnehmen. Wenn du Stens Fall löst, bist du einer von seinen Leuten. Komm schon, sieh mich nicht so an, ab in dein Zimmer. Du wirst dort wundervolle Dinge antreffen. Ja, könnte auch eine Falle sein. Aber erstmal hauen wir ihm hier auf die Fresse. Tara muss einen Moment warten. Komm schon, zieh deine Waffe und zeig mir, was du drauf hast. Rückzug. Scheiß, wir wollen nicht. So, hier freie Fläche, komm her. Was war das für ein Schlag? Ja, auf! Okay, war ja easy going. Plankenbrecher. Ja, die Waffe ist ja scheiße, ist klar, dass du verlierst. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Ja. Ich glaub, mich hat Bia gezwickt. Du hast wirklich Talent, Junge. Hast du nicht mal daran gedacht, an dem Turnier teilzunehmen? Das würde einen Aufruhr geben. Hier, du verdienst eine kleine Belohnung. Warum versuchst du nicht, gegen Dan anzutreten? Einen Lederbeutel haben wir bekommen. Mit 50 Münzen, geil. Holy shit, war das viel. So, ging dann sollen wir... Ne, wir gehen erstmal zu Tara. Dann kann er erstmal warten, Junge. Erstmal wird dir bumst. Erstmal die Arbeit, dann das Vergnügen, würde ich sagen. Hallöchen, Baby. Hätte mit dem Wein. Jemand möchte mit dir sprechen. Ich werde euch nicht weiter stören. Oh. Macht nur nicht zu lang. Ich habe noch andere Kunden. Meine Güte, ey. Mir gönnt auch keiner Spaß hier in der Mod. Na, wo denn? Wo ist er denn? Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Hallo? Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Sion. Warte mal. Oh nein, Simon, du bist verbuggt, du Wichser. Oh, Leute, ich denk mal, ich muss hier neu laden. Oder schafft das noch? Nö. Na gut, Leute, oder ich würde sagen, beende den Part an der Stelle. Die Folge halt mal ein paar Minuten kürzer. In der nächsten Folge geht es dann hier genau weiter. Danke fürs Zusehen und haut da rein.